Und damit herzlich willkommen, meine lieben Freunde, zu einer weiteren Folge Tower Conquest. Wir haben unser Squad C erstellt. Und ja, damit testen wir ein bisschen, einfach mal ein bisschen rum, würde ich sagen. Gucken. Na, guck mal, Golem gegen Golem. Ah, ich finde die Dings schon ganz gut, den Bogenschützen, ehrlich gesagt, und den Wobbler. Ja, bam, bam, bam. Okay, der bringt die immer nach vorne, die Ex. Ja, das ist natürlich nicht so gut, ne? Wenn der die Eier immer nach vorne schießt, das ist dann echt unpraktisch für uns. Ey, der Wobbler wurde gekillt. Batsch. Einmal zurück, bitte. So, Eier spawnen. Ja, mit dem Tank. Er hat ihm widerstanden. Das ist ja ungemein. Ist ja ziemlich gemein. Ne, das Team gefällt mir noch nicht so richtig. Aber hier gefällt mir auch so gar nichts. Weder der Tank gefällt mir. Ich glaube, ich muss einen Paladin nehmen. Ja, ich hätte die Fähigkeit. Jetzt nicht so optimal. Na klar, wenn sie rauskommen, ne, die Slider. Die Frage ist halt, was ist da für eine Stufe der Slider? Wie viel Schaden machen die? Sind sie wieder abhängig davon, was ich hier für eine Slider-Stufe habe? Untote, oder? Aliens, nicht Untote. Das sind auch 402 Schaden, aber... Warum habe ich die Level 24? Krasse Shit. Nee. Das passt so nicht. Weder mag ich den Bogenschütz noch den Wobbler, den mag ich auch nicht. Den Tank mag ich auch nicht. Den Void Lock mag ich auch nicht. Und das Ding mag ich auch nicht. Dann testen wir mal durch. Damage Reflection ist uncool. Mag ich nicht so. Das mag ich auch nicht so. Die Krypta können wir vielleicht mal machen. Ne? Jetzt brauche ich einen Tank. Ich kann nur ein UFO. Ne, das ist nicht das UFO. Ich könnte Ronin mitnehmen. Nehmen wir Ronin mit. Den Bomberbot. Mir kostet 225, kostet das ein bisschen viel. Oder? Eine Einheit brauche ich noch. Tank braucht man auch. Ne, den Dings, den Black Knight mag ich auch nicht so richtig. Der gefällt mir auch nicht so wirklich doll. Den muss man auch mal rausnehmen, glaube ich. Pack mal ganz kurz hier einen hin, zack, so. Damit der Paladin da hinten ist. Irgendwas brauche ich hier vorne noch. Irgendwas Lowes? Vielleicht ein Zombie? Ein Peasant? Oder den hier? Den Pikinier? Weil die sollen ja nicht tanken. Das ist ja so eine Hybrideinheit. Ein bisschen Schaden und viel tanken. Aber das soll ja eigentlich gar nicht. Ich probiere mal die Pikinier aus. Mal gucken, wie der wird. Und als Helden, wen haben wir denn noch nicht? Wir nehmen nochmal den Windgott auf Stufe 2. Den hat man nämlich vorher. Der ist jetzt auf. Den haben wir jetzt auf Evolutionsstufe 2. Den hat man vorher nicht gehabt. Jetzt hat er Lightning Striker, ne? Dass halt die Gegner gestunt werden. So, jetzt müssen wir wieder viel Gold ausgeben. Das macht aber nichts. Achso, der hat noch gar keine Fähigkeit. Blood and Iron. Macht nichts. Wir müssen sie so oder so einfach mal aufrüsten. Dann können wir das auch jetzt machen. Dafür ist das Gold ja da. Oh, Ronin? Oh, der wird teuer, wa? Ja, so in etwa so teuer wie ein... Wie ein Gebäude, ein Tower. Und der Winkel hat ja auch noch, ne? Aber der greift ja ziemlich oft an, deswegen ist der Schaden 171 schon ganz in Ordnung. So, wir haben ordentlich Kohle verloren, so von 700.000 von der letzten Folge sind wir bei 235.000. Und dann gucken wir mal, was das wird. Wir müssen ja sowieso mal alles ausprobieren. Gold haben wir ja glücklicherweise genug gehabt. Bam! Check! 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 Boah, das ist schon heftig. Und die hätte man jetzt, muss man jetzt natürlich nicht nach vorne schicken. Ah, das war's gewesen. Verstehe. Das ist ja cool. Die werden eingesperrt, die Gegner. Oh, da haben wir unseren Tank da vorne. Das ist ja sehr interessant. Aber auf damit, Mann. What the fuck? Bam, beide sogar. Vor allem, das ist cool. Die müssen das Ding erstmal kaputt machen. Das heißt, ich habe da ein bisschen Zeit,
Ja, leck mich am Arsch. Geht da richtig ab, der Leaper. Schon wieder. Quatsch, Käfig, da hast du. Naja, macht halt wenig Schaden, ne? Komischerweise. Meiner macht halt wenig Schaden. Gegner macht halt wieder abartig Damage. Meiner macht halt nicht so viel Schaden. Was ist denn das für ein Leaper, Mann? Der hat ja, jeden Attack hat der seine Fähigkeit. Aber vom Zurückdrücken her ist es, muss man schon sagen, nicht gerade schlecht. Abgesehen davon, dass ich einfach mit dem Trupp nie wirklich was machen kann, wer es arschlangsam ist, ich krieg nicht mal die Zeit hin. Das Einzige, was ich hinkriege, ist, den Gegner zu vernichten. Das ist ein sehr langsamer Trupp. Ah, wobei die Leaper ja auch ziemlich viel gemacht haben, weil die einfach jedes Mal meine Einheiten rausgenommen haben. Das heißt also auch nichts. So, mein Leaper. Bam, auf Stufe 3. Naja, hier Bloodlust, 20% hatten die jetzt schon. Das ist heftig. 20% Bloodlust, 50%? Ne, 40%. Boah, das sieht so krass aus. Probiert's doch mal mit dem Team. Na, wobei der Windkopf mir einfach zu wenig Schaden macht, ehrlich gesagt. Oh Gott, der Golem. 3000 Leben. Auf Evolution Stufe 3. Im Windkopf macht er einfach kein Damage, weißt du? Beim Gegner macht er Damage ohne Ende. Und wenn ich ihn habe, ist er halt nutzlos, ne? Das ist halt immer wieder das Gleiche. Ich brauche gleich mal einen Tank. Ja. Ist mal ein bisschen schade. Bam! Ah, leider. Leider würde ich mal sagen, bin ich mega am Arsch irgendwie. Ah, das ist schon echt böse, ne? Wenn man hier einfach ein paar mehr Fernkampfeinheiten hinschickt und einen Tank noch vor. Bam, alle einfach mal in den Käfig einsperren. Haha, mies. Und da kommt Ronin. Mal gucken, ob der Käfig irgendwann verschwindet oder... Oh, nice, nochmal Charge. Batsch! Nö, der Käfig bleibt so lange, bis der Gegner vernichtet wurde. Bam! Das ist echt bitter. Die Fähigkeit ist richtig gut. Das restliche Team ist allerdings übelster Bullshit. So, wir nehmen mal ganz kurz mal ein anderes Team dafür. Ja, nehmen wir mal das Team. Ein bisschen ausgleichen. Wir werden das Team mal nur für einfache Missionen nehmen. Ja, Ronin, sorry. Ronin ist irgendwie nicht ganz so super bei mir. Wie immer, ne? Das Thema kennen wir ja jetzt schon, dass die Gegner einfach immer besser sind, was ich absolut uncool finde. Da kommt eine Banshee. Hehe, eingefroren. Los, mein König, inspiriere meine Einheiten. Oh, der hat auch einen Dark Priest, nice. Dark Priest gegen Dark Priest. Und da wurden sie inspiriert. Ich weiß nicht so recht, was da in dem Team noch fehlt. Aber ich finde es total geil, dass wir jetzt drei haben. Drei Teams. Weil wir haben damit so viel Energie. Das ist Wahnsinn. Und unser A-Team ist natürlich immer das Beste. Hier sind einfach die Ultra-Deluxe-Einheiten drin. Das ist wirklich ein perfekt ausgeglichenes Team, finde ich. Wir haben einen richtig guten Tank. Wir haben eine Unterstützereinheit. Das fehlt vielleicht in dem anderen Team noch, eine Unterstützereinheit. Das kann sein, weißt du? Dass einfach noch ein kleiner Supporter fehlt. Ach, Old One ist ja auch noch. Ich wollte schon sagen, wo ist mein Griffon hin, aber da ist er ja. Hinter dem Reaper hat er sich versteckt. Okay. Nächstes Ding abgeschlossen. Wir werden mal ganz kurz hier nochmal... mit meinem Reaper-Team? Nö, eigentlich nicht notwendig. Naja, mal ganz kurz mit dem Team hier nochmal, kurz nacharbeiten. Was mein anderes Team verkackt hat. Ah, der Windgott macht halt irgendwie nicht so viel Damage, ne, wie man eigentlich denkt. Die Banshee wird auch den Dings angreifen.
Ja, den Ninja. Ne, doch nicht, wunderbar. Hat sie nicht gemacht. Blatsch in Eisbröcke, in Eisblöckchen zerteilt. Na Gott sei Dank, ey, ich hasse den Leaper, ohne Witz, man, der hat so, das ist so heftig. Bloodlust ist echt gemein. 9 Leaper, 7 Old Ones und etwas Gold. Vielen Dank. Nehme ich immer gerne mit. Yeah. Ein Reposer und Juggernaut. Naja, ich glaube nicht, dass es mit dem Team was wird. Aber probieren es nochmal. Eine Energie haben wir ja noch gehabt. Aber das Team ist eigentlich total schlecht. Ah, hier einen Tank brauchen wir auf jeden Fall. Natürlich werden sie meinen Ronin kennen, weißt du? Fickt euch. Batsch! Ja. Was mache ich denn bitte an Schaden, ne? Nichts. Wenn der Gegner das macht, ist mein Reaper halb tot. Halb tot. Ich mach das. Ja, ein Reposer ist vielleicht mal zur Hälfte geschädigt. Wir brauchen einen Windgott, ganz klar. Bam. Hä? Hä? Habe ich da gerade was nicht hier mitbekommen? Was war das denn? Mein Windgott ist fast tot gewesen. Ich muss sagen, wenn man den Windgott hat, ist das Team ziemlich gemein. Weil der Windgott stößt die Gegner zurück. Ich kann mit meinem Käfig die Gegner alle einsperren an deren Tower. Das ist schon echt fies, muss ich gestehen. Aber doch, das C-Team gefällt mir auch. Das ist irgendwie zum Vergewaltigen vom Gegner da. Zum Foltern und Vergewaltigen. Aber halt nicht gegen extrem starke Teams, sondern einfach nur gegen Lowies. Gegner machen ein wenig zu viel Schaden, meiner Meinung nach. Ja, ja, ja. Ey, guckt euch diesen Mist an, ja? Was soll das bitteschön? Was soll das bitteschön? Warum machen die denn so einen Damage, Mann? Und mein Zappe, ja, 0. 354, alles klar, alles klar. Meine 0. 67, 95 und dann gibt es pro Stufe 3 bis 4 Schaden dazu. Wow. Lächerlich. Die machen einfach mal fast doppelt so viel Schaden wie meine Einheiten. Das ist einfach nur unfair ohne Ende. Langsam fange ich an, dieses Spiel zu hassen. Macht nicht mehr so wirklich Fun. Wirklich. Das ist nicht cool. Der Damage ist so witzlos. Wenn ein Gegner Sharonen seinen komischen Charge macht, ist mein Reaper fast tot, der 3000 Leben hat. Weißt du? Das ist nicht cool. Ich finde, das ist ein bisschen too much, ne, von der Stärke. Die gehen einfach mehr. Ich finde, das ist generell unfair. Dass die Gegner einfach grundsätzlich viel stärker sind. Was soll denn das? Warum gibt es denn hier keine Gleichberechtigung? Ach komm, dieser Bot, komm her hier. War sogar schon tot.
Finde ich uncool. Nicht toll. Ein Spider-Bot auf Stufe 3. Ja, sieht cool aus. Jetzt ist Hamper komischer wieder auf Evolutionsstufe 2. Ja, was ist das bitte für ein Rückschritt? Oder? Oder war er auch schon 2 gewesen? Weiß ich. Sieht beide scheiße aus. Na, ich bin nicht zum Goldklicken gekommen. Zu schnell. Sehr gut, hier kriegen wir so viele Karten. Sehr, sehr schön. Okay, meine lieben Freunde. Wir haben wieder erstmal keine Energie mehr, außer hier noch, aber das ist nicht so schlimm. Kann man lassen. Und dann das C-Squad. Ich finde das total gut. Mach kurze Pause, sind es in der nächsten Folge wieder von Tower Conquest. Bis dahin. Ciao, Leute.